Tiefflieger über Steinwedel. Am Wochenende des 18. und 19. August flogen die Modellflugzeuge anlässlich der Großflugtage des Modellbauclubs Lehrte wieder ihre Kreise und Loopings über den Bussard-Flugplatz bei Steinwedel. So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fliegerkollegen aus dem In- und aus dem Ausland. Ich möchte Sie alle recht herzlich zu unserer dritten Großmodellflugveranstaltung hier in Lehrte begrüßen. Und jetzt viel Spaß mit der Düse F104, pilotiert von Friedhelm Graulich aus Piloten aus ganz Europa, wie zum Beispiel aus Nordengland und Südfrankreich, reisten mit ihren Modellen an, um beim drittgrößten Modellbauschaufliegen Europas dabei zu sein. Zuschauer und Gäste waren mit der Veranstaltung sowie der logistischen Organisation dank der vielen freiwilligen Helfer höchst zufrieden. Auch in Zukunft, so der Vereinsvorsitzende Wilfried Schröer, soll das große Schaufliegen am dritten Wochenende im August geflogen werden, um mit den Einnahmen gerade die Jugendgruppe des MBC Lehrte sowie die Instandhaltung der Vereinsgelände in Zukunft zu sichern. Jetzt geht gleich die Gase wieder rein in die Turbine. Professionell hier vorne. Na, wer fängt ihn auf, den Sigi? Auei, jawohl! Und übrigens, die Original Rear Bear hat 4000 PS. 4000 PS, ein Sitz. Das ist Spaß pur. 850 Stundenkilometer, 500 Meilen pro Stunde, ja. Perfekt vorgeflogen von Jürgen Sickinger und von Bernd Albinger. Auch andere Töfte-Veranstaltungen sind für die nahe Zukunft geplant.